Und da ist sie, Romy Haag. Man kann sagen, na endlich, so heißt nämlich auch ihr neues Programm, was sie bietet seit gestern im Schmitztheater, heute Abend noch und morgen Abend auch noch. Herzlich willkommen, ich sag's nochmal, na endlich, da ist sie. Man nennt dich, Romy, die Gabo der Subkultur. Wie lebt man mit so einem Titel? Sagt man, das ist ja ein schönes Kompliment, oder sagt man, ich bin Romy Haag und nicht die Gabo? Ach, weiß ich nicht, finde ich eigentlich ganz hübsch, was Sie da schreiben. Und eigentlich alles immer solche Sachen im Zeit, finde ich eigentlich lebe ich sehr gut damit. Jetzt gibt es ein neues Programm. In diesem Programm sehr viele Lieder, habe ich mir sagen lassen, von Brel, von Tucholsky, von Brecht, von Hoffmann. Geht Romy Haag so ein bisschen weg von eigenen Texten und singt mehr andere Sachen jetzt? Oder was ist das für eine Entwicklung? Nein, die Entwicklung ist eigentlich ganz anders, weil ich habe eigentlich Rock'n'Roll gemacht. Rock, also das Letzte, was ich gemacht habe in Deutschland, das war richtig Rock'n'Roll, mit manchmal ein paar Balladen dazwischen. Aber in das Programm Na Endlich habe ich eigentlich versucht, die Chansonart, die man in Europa hat, einfach neu zu arrangieren und dass es irgendwie passt in die 90er Jahre, weil ich glaube, in den 90er Jahren kam man nicht in die Söse mit hochgeschlossenem schwarzen Kleid, dann geht das Chanson total unter und es wäre schade, wenn alles zu veramerikanisiert wird. Und es ist eigentlich mehr ein Soundtrack mit europäischen Liedern. Lass uns das so sagen. Bleiben wir mal kurz bei dem Programm. Nun heißt es, das habe ich ja nur schon mehrmals gesagt, die Werbung ist wunderbar, Na Endlich. Warum heißt es Na Endlich? Na Endlich ist eigentlich, der Titel heißt eigentlich so, weil ich wirklich endlich nur mal das gemacht habe, ohne Kompromisse zu machen. Denn man muss manchmal auch so im Plattengeschäft mit Platten, man muss so viele Kompromisse machen, dass dieses Programm ist ein Soundtrack, den ich selber produziert habe. Und das ist wirklich ohne einen Einfluss von irgendjemand gewesen. Und das ist also Romy Haag pur. Du stehst da sicherlich 2, 2,5 Stunden, vielleicht auch noch mehr auf der Bühne. Was bietest du? Es wird Entertainment total sein. Wie sieht so eine Romy Haag Show aus? Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Die Leute sollen ja kommen, das ist ganz klar. Ja, was soll ich da sagen? Es ist eine One-Woman-Show. Eine One-Woman-Show und ich habe es so gestaltet, dass es sehr visuell ist, also eine Art visuelles Hörspiel, lassen Sie so sagen. Oh ja. Also heute Abend ist leider schon ausverkauft, aber morgen sind noch ein paar Karten da. Das ist wunderbar, der Tipp. Bei Schmitz, ne? Klar, Schmitz am Spielbudenplatz. Ja, 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 klar. Angefangen hat Romy Haag, das ist das Witzige für mich, im Zirkus in Holland, habe ich mir in der Biografie so ein bisschen angelesen und dann der große Sprung. Die große Karriere begann im Alcazar in Paris als Holländerin mit Berliner Liedern. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist irgendwie ganz schräg. Also irgendwie bin ich in Paris gelandet. Also das ist eine ganze Geschichte, die werde ich jetzt nicht erklären. Ja, und da hat Jean-Marie mich angesprochen, Jean-Marie Rivière. Und weil ich dann irgendwie schon einen Akzent damals noch in mein Französisch hatte, hat er immer gesagt, du musst deutsche Lieder singen, deutsche Lieder singen. Und dann gab es da gerade so ein LP von Hildegard Knef, die rausgekommen ist. Und dann habe ich eben diese Lieder singen müssen. So bin ich eigentlich angefangen in Paris. Und wie ist es denn der Weg nach Deutschland gekommen, nach Berlin? Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Oh, Gottes Willen, um Gottes Willen. Können wir die irgendwie zusammenfassen? Irgendwie habe ich mir, weil ich habe eine ganze Zeit in New York gewohnt. In New York habe ich mich verliebt in einen Berliner und so bin ich in Berlin gelandet. Das ist natürlich die Erklärung. Wenn du selber textest, es sind ja im Programm auch sicherlich viele eigene Texte dabei. Worauf achtest du bei deinen Texten? Was willst du dem Publikum vermitteln? Sind es Texte just for fun? Wie ist der Inhaltsschwerpunkt dieser Sachen? Ach, die Texte für mich, also wenn ich persönlich ganz alleine meine Texte schreibe, sind manchmal auch Leute, die mich helfen. Oder Klaus Hoffmann hat ein Konzept geschrieben. Aber wenn ich es selber mache, muss es richtig aus die Seele kommen. Nach 3 Jahren ungefähr wieder zum ersten Mal in Hamburg, früher viel im Macadam aufgetreten, jetzt wie gesagt im Schmitz. Es gibt was ganz Interessantes von Romy. Sie hat Hobbys, wo man auf den ersten Blick sagt, das ist ja lustig oder komisch. Sie kocht gerne und sie segelt gerne. Und da ist natürlich Hamburg die Stadt. Ne? Gibt es ein typisches Hamburger Gericht, was du gerne magst oder sogar gerne kochst? Ne, also das Einzige, was ich kann, ist vielleicht eine ganz gute Scholle machen. Oh, eine ganz gute Scholle. Wir kommen alle mal zum Essen. Das wäre es denn. Und dann hast du mal gesagt, dass das deutsche Publikum Schwierigkeiten hat mit dem Amüsement. Dieses Zitat von dir ist vielleicht etwas lange her. Wie sieht es denn jetzt aus? Was für einen Eindruck hast du jetzt vom deutschen Publikum? Und dann natürlich nachgefragt, wie ist da so speziell das Hamburger Publikum?
Ich glaube nicht ein spezielles deutsches Publikum, also im Allgemeinen, in jeder Stadt ist das ganz anders, das ist ganz klar. Also wenn ich in New York auftrete, ist es ganz klar, dass die Leute ein Ticket kaufen, die kommen richtig vor, Entertainment and for Fun zu haben. Und ich glaube, hier geht man mehr mit einem kritischen Augen dran, man setzt sich hin und wartet ganz ruhig ab, nicht was dann die Darbietung ist. Es ist ja einfach eine andere Sache. Und wenn man sie Hamburger hat, dann sind sie aber auch treu sicherlich, ne? Oder? Ja, ich bin sehr froh. In Hamburg haben wir ein ganz tolles Publikum. Na, das ist doch ein Kompliment, das wir gerne hören. Im Hintergrund hören wir jetzt einen Titel aus dem Programm. Das gibt es nicht auf Platte, habe ich mir sagen lassen, aber es ist aus dem Programm. Das ist die deutsche Version von I Will Survive. Ja, diesen Text habe ich geschrieben. Ja. Das geht über eine Beziehungskiste, die eigentlich viel zu lange gedauert hat. Romy Haag, Entertainerin par excellence. Womit unterhält sich Romy? Welche Künstlerin oder Künstler, wo geht sie ins Konzert oder wo sagt sie, das ist eine tolle Sache? Das sind so viele Sachen, die ich liebe. Also Konstantin Wecker liebe ich natürlich. Und ach, das sind so viele Sachen. Na, ist doch schön. Also, gut. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ganz herzlich. Wir hören noch ein bisschen weiter rein das Lied. Liebe Zuschauer, das war der Hamburger am Samstag wieder mal. Wir sehen uns wieder Montag, dann wie immer Sport vom Wochenende und wir haben einen Bericht über eine norddeutsche Comicbörse, die zum ersten Mal in Hamburg stattfinden wird. Schauen Sie wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke Romy Haag. Ciao. Das Spiel ist aus. Ich lebe unter einem Stern, den du niemals sehen wirst. Was soll das Reden und das Jammern? Es ist eben aus, halt dich nicht fest.